eins der schönsten oder eins der tollsten Angelreviere in Europa. Der kostet so zwischen 5 und 15 Euro, also es ist sehr günstig tatsächlich. So, wir haben jetzt unseren Angelschein, unsere Fischenlizenz. Und danach geht es weiter mit allen Gewässern. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keinerlei Rechtsberatung erbringen und die geschilderte Rechtslage zum Teil zur besseren Verständlichkeit und Lesbarkeit außerdem auch vereinfacht dargestellt wurde. Alle von uns erteilten Ratschläge fußen ausschließlich auf unserer persönlichen Erfahrung und unserer persönlichen Meinung. Auch wenn wir jede unserer Empfehlungen mit größtmöglicher Sorgfalt und umfangreicher Recherche entwickelt und fortlaufend kritisch hinterfragt haben, können wir hierfür keinerlei Gewähr bieten. Gleiches gilt auch für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen. Die erteilten Ratschläge können ferner auch keine fundierte und auf den Einzelfall zugeschnittene Rechtsberatung ersetzen. Wir können daher weder eine Erfolgsgarantie für die von uns abgegebenen Empfehlungen noch eine Haftung für eventuelle Folgen ihrer Anwendung übernehmen. Poldersysteme in Nordholland. Das ist ein wirklich schönes Revier, was ich dir sehr empfehlen kann. Und Basti und ich sind dort vor allem in den Wintermonaten anzutreffen. Warum das so ist, das erzähle ich dir. Und zwar ist es so, dass im Winter die großen Seen sehr stark abkühlen und runterkühlen und in diesem Poldersystem sich eben die Wärme auch durch die Häuser hält. Weil die Hechte wechselwarme Fische sind, ist es eben so, dass sie dann gerne in die Polder ziehen, weil dort auch viel Futterfisch steht und sie sich auch im Warmen besser bewegen können, ja, und nicht diese Winterstarre einsetzt. Dadurch sind dort eben auch dann größere Hechte anzufinden und das macht es für uns wahnsinnig interessant, ab und zu mal angeln zu fahren. Was ich dir noch zusätzlich empfehlen kann, ist dir eben dort einen Wochenendtrip vorzunehmen, denn das ist schon ein gutes Stück von Deutschland aus, also 2,5 Stunden fährt man schon. Und ja, aber auch für Anfänger ist es fantastisch geeignet, weil diese kleinen Systeme, wie du es hier auch auf dem Foto siehst, ja, gut zu beangeln sind. Man kann viel Gewässer und viel Wasser abwerfen, beim Spinnfischen beispielsweise, und erreicht somit dann auch eben relativ schnell die Fische als an einem großen See, wo man sich natürlich dann erstmal dieses Gewässer aneignen muss und gucken muss, wo die Fische sich überhaupt aufhalten. Also für Anfänger auch ein super Tipp. Wo befinden sich jetzt diese Systeme? Das können wir uns einmal kurz anschauen. Und zwar sind wir hier direkt über Amsterdam. Das hier oben ist eben Nordholland. Und wenn man hier über diese wahnsinnig lange Brücke nach Nordholland fährt, dann kommt man auch direkt schon in ein paar Ortschaften an, wo es eben viele Polder gibt. Das ist einmal hier vorne der und dann aber auch Medemblik. Medemblik ist auch sehr bekannt für seine Poldersysteme. Auch ein schönes kleines Städtchen, also wirklich sehr idyllisch. Und wir hatten da schöne Wochenenden, auch mit unseren Freundinnen. Das war echt eine, ja, coole Sache letzten Winter. Und zum Angeln ist es eben auch ganz, ganz toll. Die heimischen Fische sind vor allem, wie schon erwähnt, eben viele Hechte, aber auch Barsche und größere Brassen und Schleien sind dort häufig anzutreffen. Also diese beispielsweise bei mir auf dem Spinner gebissen, was mich auch sehr gewundert hat, aber wirklich ein schöner Fisch und hat eine enorme Größe gehabt. Also das ist schon beeindruckend, was für große Fische man dort aus diesen kleinen Gewässern ziehen kann. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann freuen wir uns über dein Like. Abonnier den Kanal, damit du kein Video mehr von uns verpasst und drücke die Glocke. Campingplätze in Medemblik, in diesem, ja, Ort, den ich dir gerade eben gezeigt habe. Dort gibt es einige und einen möchte ich dir kurz vorstellen. An der Ostseite Richtung Meer gibt es auch noch einige Campingplätze. In dem Bereich waren wir noch nicht so häufig, also den Bereich im Westen kann ich dir auf jeden Fall schon aus persönlicher Erfahrung sehr ans Herz legen. Und zwar gibt es in Medemblik einmal diese Arado Camping und Lodge. Auf der Website gibt es auch ein schönes Video dazu, wie es dort aussieht. Das können wir auch mal kurz anmachen. Genau. Und da sieht man eben, ja, es ist nicht direkt am Wasser gelegen, beziehungsweise die Campingspots sind nicht direkt am Wasser, aber hier vorne am Hofeingang sozusagen ist direkt ein riesiger Polder, den man auch beangeln darf. Und ja, also schöne Lage. Man muss nicht weit gehen, um ans Wasser zu kommen. Und von den Preisen her ist das auch völlig in Ordnung dort. Die Campingplätze verlinke ich dir natürlich nochmal unter unserem Video, damit du da auch direkt Zugriff drauf hast.
Falls du trotzdem mal vom Boot dort in den Poldern angeln möchtest oder irgendwie noch Equipment brauchst, da können dir auf jeden Fall die Angelläden Nitro Pro Fishing und Hengelsports Treffers weiterhelfen. Ein Link dazu findest du auch nochmal unter dem Video. Und zum vom Boot aus angeln in Medemblick gibt es noch eine Bootvermietung. Das ist der Charter de Wiedland und die vermieten eben relativ günstig auch Boote. Braucht man aber unserer Meinung eben in diesen Gebieten überhaupt nicht. Also man kann wirklich sehr, sehr viel Wasser vom Land aus erreichen, die Fische vom Land aus erreichen. Also unserer Meinung nach sind Boote dort eigentlich nicht notwendig, falls du da trotzdem Interesse dran hast. Hier noch ein Charterverleih oder ein Bootsverleih in Medemblick. Das war's mit den Poldern in Nordholland. Ich hoffe, ja, ich konnte das so ein bisschen schmackhaft machen. Für uns auf jeden Fall eine super Alternative, um im Winter mal angeln zu gehen, da man eben auch vom Ufer aus ganz toll die Fische erreicht und nicht wie bei uns in Deutschland sich die meisten Fische dann in die tieferen Bereiche des Sees zurückziehen und man diese fast nur noch mit dem Boot erreicht. Das war's. Viel Spaß auch mit den weiteren Videos und bis demnächst.